Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Lyko-Make-up-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender ist jetzt bei Lyko verfügbar, kostet 89,50 Euro, das habe ich jedenfalls dafür bezahlt, und er soll einen Warenwert von 333 Euro beinhalten. Und wenn ihr eine zweite Meinung sehen möchtet, schaut gerne bei Nicole vorbei von Chiquitas Place, die stellt ihn nämlich jetzt auch vor. Und sie hat ja schon den einen oder anderen von Lyko auch letztes Jahr mal gezeigt und ich bin jetzt super, super gespannt, was wir hier drin finden dürfen. Ob das Eigenmarken sind, ob das halt auch irgendwelche anderen Marken sind, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das weiß ich nämlich so noch nicht, weil das Bild habe ich mir gar nicht so intensiv angeguckt. Und ja, solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen, wenn du mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise begleiten würdest. Ich habe den jetzt mal so ein bisschen nach hinten gekippt, weil der hält nicht so gut, ne? Also ich glaube, wenn du das halt auf einer geraden Oberfläche hast, wo jetzt nicht Erwin und sein Helferlein mit am Start sind, dann kann man das ein bisschen besser hinstellen. Aber ich wollte den halt höher haben, dass ihr dann halt auch ein bisschen mehr seht, was wie dazu aussieht. Wobei, das ist auch ein relativ schlichtes Design. Aber na, wir schauen mal hinein. Und da starten wir doch direkt mal am 1. Dezember. Und hier ist auch ein großes Produkt drin. Ach, guck mal, ein Glow Primer von Make-up Store. Aha, das ist, scheint eine Originalgröße zu sein. 30 Milliliter sind hier drin. Finde ich sehr nice. Ich sage auch immer gerne, liebe Adventskalenderpacker, macht Primer rein, macht durchsichtige Augenbrauengele rein, macht... Ist das ausgelaufen? Oh nein. Macht da auch irgendwie so ein Puder oder so ein transparentes Puder rein. Ich glaube, das ist ausgelaufen oder so. Ist irgendwie so ölig von der Oberfläche her. So schaut es einmal aus. Ist halt eine Tube. Och nö. Die ist aber noch zu. Keine Ahnung, das ist total ölig von außen. Ganz komisch. Aber gut, ja, es ist ein Glowy Primer und an und für sich freue ich mich darüber. Der 2. Dezember enthält etwas Kleineres. Oh, das ist eine kleine Lidschattenpalette. Süß. Ich glaube, das ist der Make-up Store Adventskalender, denn es ist auch wieder ein Make-up Store Produkt, ne? Hier haben wir drin Cover All Mix. Nee, 2,7 Gramm. Das ist eine, oh, das ist so eine Art Concealer-Palette, womit man Color Correcting machen kann. Also im Prinzip ist dieses Grün gegen Rötung, dieses Peach ist zum Beispiel gegen gräuliche oder bläuliche, nee, nicht bläuliche, also gräuliche Verfärbung, wobei da nimmt man eher lila. Also auf jeden Fall ist das auch so ein bisschen gegen, also das Peach, ne? Das ist so ein bisschen gegen Augenschatten. Und dann haben wir noch diesen concealenden Ton, der ist einfach zum Aufhellen, denke ich mal. Ja, schön, also süß. Oldschool, aber süß. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine leichte Nummer 3, wo wahrscheinlich ein Stift drin enthalten sein wird. Und zwar ein klassischer Kajalstift. Eye Pencil Dark Chocolate. Nee, dunkelbrau. Ja, dunkelbraun. Make-up Store. Aha, das ist auch eine Originalgröße, sehr wahrscheinlich. Und der schaut einmal so aus. Ja, so ein dunkelbrauner Kajal ist auf jeden Fall sehr nice, wenn man einen etwas zurückhaltenderen und natürlicheren Kajalstrich sich ziehen möchte. Man kann damit aber sicherlich auch einen Eyeliner zeichnen. Bei mir ist es halt so, dass ich gerne dafür so halt diese Filzstifte nehme oder so, ne, weil das einfach haltbarer ist, weil ich habe ein leichtes Schlupflid und wenn ich das halt nicht so machen würde, dann würde mir das halt oben ans Lid stempeln. Hier haben wir die Nummer 4 und dafür, dass das ein Make-up-Adventskalender ist, sind da ganz schön schwere Sachen drin, auch hier, ne. Das ist ein Spray und zwar haben wir das Setting Spray Shiny mit 100 Millilitern, finde ich richtig toll, also hier kann ich ja fast schon Full Face draus zaubern. Wenn da wirklich jetzt 24 Mal was von Make-up Store drin ist, das wäre ja nice. Und die starten aber auch direkt mit Produkten, die ja in der Theorie jeder verwenden kann. Das ist richtig cool. Weiter geht's am 5. Dezember. Das ist ein Tag von Nikolaus. Hier haben wir auch wieder einen Stift drin. Das ist ein Lip Liner. Und zwar ist das in der Farbe Wedding Night. In matt. Und Fun Fact, eine Freundin von mir hat gerade in die Gruppe, in unsere Klickengruppe reingeschrieben, dass sie und ihr jetzt Mann gerade heimlich geheiratet haben. Also richtig, richtig nice und ja, richtig cool. Das passt tatsächlich jetzt auch gerade in die Situation rein, ne? Nikolaus, der 6. Dezember. Und was ich hier auch sehr positiv finde, ist, dass wir jetzt auch echt irgendwie keine Füllprodukte oder sowas drin haben. Das ist auch ein Produkt, was man gut gebrauchen kann. Das ist ein Blending Sponge und das ist für Make-up, ne? Dass man halt so Foundation damit aufträgt oder halt so, ach, ich verwende das für so viele Dinge, ne? Also für alle eher so flüssigeren Texturen, cremigen Texturen, nämlich ein Sponge. Auch der 7. Dezember scheint einen Stift zu enthalten, weil es hört sich so an. Es ist so dieses verdächtige Rappeln da drin. Hier haben wir ein Dusty Smoke Metallic, ein Eye Pencil drin. Oh, also in einem metallischen
sehr grauen Ton, ne? Das ist ja auch cool. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und die ist mir auch gerade schon runtergekracht. Die ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, wir haben hier auch irgendwie nur Originalgrößen drin. Oh, bitte sei nicht kaputt. Mutig, ein Bronzing Powder mit ganzen 11 Gramm haben wir hier drin. Das schaut einmal so aus. Und hier steht drauf, dass es die Farbe Turtle ist. Ich hoffe nicht, dass es eine Schildkrötenfarbe ist, weil das ist meistens grün. Wow, das ist wirklich groß. Und das ist so mit so einem Leo-Muster. Der ist aber glowy. Ja, das sieht wirklich aus wie ein Schildkrötenpanzer, das muss man wirklich sagen. Aber es ist ein Glowy Bronzer. Der sieht jetzt nicht matt aus. Der hat sehr viel Glow mit drin. Nee, meins ist es leider nicht. Ich präferiere da eher die matten Bronzer. Das ist aber ne, halt eine absolute Präferenzsache. Ich mag es halt nicht auszusehen wie eine Glitzerkugel. Und wenn du dann noch vielleicht einen Shiny Blush mit dabei hast und dann noch einen krassen Highlighter, ja holla die Waldfee. Passt aber natürlich zum Adventskalender-Thema, ne? Denn der Adventskalender möchte uns natürlich zum Strahlen bringen und ein strahlendes Weihnachtsfest vielleicht einfach bringen. Mal schauen, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Auch wieder ein schwereres Produkt, Brow Lift Wax, 3,5 Gramm. Das ist ja mal mega abgefahren. Schreibt das mal in die Kommentare. Würde euch das interessieren, dass ich davon mal ein Full Face schminke? Dass ich euch die ganzen Produkte so in Einsatz zeige? Weil es ist jetzt keine super bekannte Marke. Das wird jetzt auch wahrscheinlich kein Video sein, was mega viele Aufrufe haben wird oder so, ne? Aber dass man sich vielleicht was drunter vorstellen kann. Ja, und das haben ja auch viele aktuell so auf dem Markt, ne? Da gehst du einfach mit einem Spoolie rein und kannst damit deine Augenbrauen in Form bringen. Riva Loves Me hat das in richtig toller Version rausgebracht. Da komme ich richtig gut mit zurecht. Auch in der Nummer 10 darf es hier mit so einem kleinen Büchschen weitergehen. Aber auch hier haben wir natürlich, also das ist ja krass, Make-up drin. Das ist auch wieder ein Concealer, aber der ist relativ dunkel, ne? Das ist auch in der Farbe Dark und der andere war in der Farbe Original, also Original. Das dürfte auch eine, ja, Original Full Size sein, aber man sieht's, ne? Der ist mir wirklich zu dunkel. Wobei ich den vielleicht noch als Cream Blush verwenden könnte und den vielleicht noch als Bronzer, als Cream Bronzer. Vielleicht, vielleicht. Warum eigentlich nicht, ne? Habe ich da auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit. Der 11. Dezember ist riesengroß und ich weiß gar nicht mehr, was die hier für riesengroße Sachen mit reinpacken könnten. Klar, noch andere Formen von den Setting Sprays. Das ist nämlich das Setting Spray in Matt mit 100 Millilitern. Finde ich ehrlich gesagt auch echt schön, ne? Wenn Adventskalender, Menschen, Firmen halt auch unterschiedliche Varianten dann von solchen Produkten reinpacken. Denn man möchte vielleicht mal eher ein mattes Finish, mal möchte man eher ein shiny Finish. Vollkommen in Ordnung. Die Halbzeit, die Nummer 12. Da haben wir vielleicht eine Mascara oder irgendein Lippenprodukt drin enthalten. Ein Lippenprodukt? Oh, nee. Ha, was bist du denn? Doch, wow. Metallic Liquid Lipstick in der Farbe Diva. Wow. 3,5 Milliliter. Ich weiß ja nicht. Oh mein Gott, das ist krass. Ja, dieses Jahr, wobei eher letztes Jahr, war ja so richtig dieser Barbie-Core-Trend in, ne? Aber das ist mir, glaube ich, ein bisschen viel. Ich dachte erst, es wäre vielleicht so ein Liquid Eyeshadow oder so. Das hätte ich ja schon ein bisschen mehr gefeiert, weil das als Lippenfarbe ist mutig, aber halt auch irgendwie mal ganz witzig, oder? Die Nummer 13 ist auch spannend, weil sehr, sehr lang und sehr, sehr groß. Mal gucken, vielleicht ist die auch sehr famos. Okay. Hallo. Aus Sicherheitsgründen habe ich umdisponiert und habe den Adventskalender nun hinter mir stehen und vor mir liegt, also Quatsch, den Inhalt hinter mir stehen und vor mir liegt der Adventskalender, ne? Das ist ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall. Wow, habe ich hier einen Pinsel drin. Und sowas kann ich auch immer sehr gut gebrauchen, verwende ich auch gerne bei meinen Looks. Den kannst du auch Multi-Use verwenden, also für viele verschiedene Sachen einsetzen. Und genau so einen Pinsel habe ich auch eben verwendet für meinen Look, den ich eben gemacht habe. Das ist halt mit einer Palette, die gibt es so nicht mehr. Ne? Das ist von Odin's Eye in Kooperation mit Angelica Nyquist. Auf jeden Fall haben wir hier eigentlich so einen Augenbrauenpinsel. Ne? Das ist halt so ein abgeschrägter, aber den kannst du auch verwenden, zum einen als Eyeliner generell, dass wenn du halt so einen Puderlidschatten oder dir einen Gel-Eyeliner ziehen möchtest, kannst du das damit auch gut machen. Du kannst damit auch sehr feine Arbeiten machen. Zum Beispiel habe ich hier meinen unteren Wimpernkranz, dieses Grün. Das ist nicht nur ein hellgrün, sondern da habe ich auch noch ganz, ganz nah am unteren Wimpernkranz so ein etwas dunkleres aufgegeben, was ich dann auch noch am Eyeliner etwas entlang gezogen habe. Und hier vorne habe ich auch noch das Inner Corner Highlight etwas weitergezogen, was so ein Glitzergelb war irgendwie, ne? Und was man auch damit machen kann, was ich auch gemacht habe, ist Glitterglue aufzutragen. Diesen Glitterprimer von NYX. Also wirklich ein Multi-Use-Pinsel. Ich habe die damals nicht so toll gefunden, aber mittlerweile verwende ich die halt ständig in meinen Looks und finde den gut.
Ja, das ist doch jetzt etwas wie soll ich das sagen, Claudi-freundlicher, denn ich bin ein kleiner Tollpatsch und mir fallen oft Dinge runter. Schauen wir weiter, wie es am 14. Dezember weitergeht. Hier haben wir auch etwas Größeres drin. Hier haben wir eine Mascara. Das ist die Multilash Black Mascara. Ich muss gucken, ob wir hier verschiedene Mascaras drin haben und welche ich dann behalte und so, ne? Das muss ich am Ende wirklich einfach so für mich mal entscheiden und ich glaube, ich mache euch da einen Schminki. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, auch wenn ihr das jetzt nicht so interessant finden würdet, ne? Das würde mich nämlich interessieren tatsächlich. Das ist eine Originalgröße hier. Ich blende euch auch das Bürstchen mal mit ein. Und wenn man sagt, das ist eine Multilash-Bürste, würde ich auf ein Faserbürstchen tippen, was sehr viel Volumen macht, als hätte man quasi mehr Wimpern und vielleicht so eine Erdnussform oder eine Tannenbaumform, wobei die Tannenbaumform dann eher buschiger oder so, ist jetzt mal mit eingeblendet und ja, das interessiert mich auf jeden Fall. Also in einem Make-up-Adventskalender so ein großes Kläppchen Nummer 15 reinzumachen, spricht eigentlich nach einer Lidschattenpalette oder nach irgendeinem richtig geilen Tool. Das finde ich aber auch nice. Das finde ich richtig nice. Ich habe aktuell noch so einen Pinselwaschmatte von Crash Cosmetics. So, sag das mal schnell hintereinander. Das ist nicht so einfach. Bei mir immer drin. Aber die ist jetzt mittlerweile schon sehr, sehr intensiv in Benutzung gewesen. Und vielleicht werde ich die hier dann einfach mal nehmen. Finde ich immer sehr praktisch. Also immer, nachdem ich mich auch geschminkt habe, wandern meine Pinsel direkt in mein Badezimmer, sodass ich die dann am nächsten Morgen, während ich dann so meine Maske einwirken lasse und so weiter und da rumbrödel, halt quasi waschen kann. Das sind ja eben nur ein paar Minuten. Und ja, genau. Finde ich gut. Also das ist halt schon irgendwie ein Füllprodukt, aber es ist definitiv mehr als eine Nagelfeile, Pinzette oder sonst irgendwas. Auch die Nummer 16 ist verheißungsvoll schwer, Leute. Vielleicht ein Blush? Nee. Hier haben wir eine kleine Palette drin. Ich glaube, das ist eine Augenbrauenpalette. Ja, Tree Brow, 2,5 Gramm sind hier drin enthalten. Da wird wahrscheinlich der mittlerste Ton ganz gut bei mir passen, weil der so ein bisschen aschig ist. Ich ganz persönlich mag nicht gerne solche Augenbrauenpaletten, weil safe können das halt nur Make-up-Artists verwenden im Kompletten und alle anderen können eigentlich nur eine davon verwenden. Sei denn, du bist jemand, die sich halt wirklich sehr intensiv die Haare färbt oder, keine Ahnung, halt auch einfach mal Bock drauf hat, sich sehr dunkle Augenbrauen zu schminken oder so, ne? Ja. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember in meinen Händen und auch der fühlt sich gut gefüllt an. Also ich kriege das Büchschen hier gerade nicht auf, weil der gerade hier so richtig blockiert wird von dem, was hier drin ist. Oh ja. Oh ja. Ich meine, ja, Tool, sehr nah bei Tool, aber es ist halt wirklich komplett ausgefüllt gewesen. Es ist eine Wimpernzange. Ich verwende auch immer gerne Wimpernzangen und das hier ist jetzt so eine in Metall. Ja, ich habe so eine von Catrice, die ich richtig toll finde. Die hat so Zacken dran und die greift halt richtig toll meine Wimpern. Kostet ein Appel und ein Ei, ist aber die beste, die ich hier ausprobiert habe. Ja, aber man hat eine Wimpernzange hier am Start. Ist wirklich schön, um halt vor dem Tuschen schon mal einen Schwung reinzugeben, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember, der ist jetzt aber ein bisschen leichter. Genau, da ist ein Blush drin. Und was einer. Das ist halt so ein richtiger Beereton. Wow, ist auch die Farbe Berry mit 2,8 Gramm. So schaut das aus. Ich finde, die Verpackung fühlt sich jetzt auch nicht super hochwertig an. Aber gut, ne? Es wurde ja gesagt, 333 Euro wert. Dann kann das halt auch jetzt nicht High-End-Make-up sein, ist klar, ne? Und ja, aber es ist glaube ich, eine relativ universelle Farbe. Vielleicht für mich sogar zu dunkel, zu lila, ne? Das ist halt bei mir ein bisschen schwierig, weil ich bin transparent wie die Wand. Also die Wand ist nicht transparent. Ich bin weiß wie die Wand und transparent vom Teint. Weiter geht's in der Weihnachtswoche am 19. Dezember. Und der ist auch wieder richtig schön schwer. Mir gefällt, was wir hier so finden, muss ich wirklich sagen. Der Lip Plumper ist hier drin enthalten. In der Farbe Sheer Pink. Ja, außer die Lippenprodukte. Die sind ein bisschen krass, ne? Hier auch Originalgröße, denke ich mal, mit 7 Millilitern. Ich mag gerne Lip Plumper. Nicht jeder mag das. Das wird wahrscheinlich auch so einen kühlenden Effekt haben, ne? Und Sheer... Nee, das sieht gut aus. Okay, das ist eher so ein Rosa. Gut. Den kannst du auch schön irgendwo drüber toppen oder halt solo tragen. Das finde ich gut. Was wir aber noch nicht so wirklich hier in diesem Adventskalender gefunden haben, ist halt so eine klassische Lippenfarbe, ein Lippenstift oder so, ne? Naja, die Nummer 20. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Enthält sehr wahrscheinlich ein Tool. Ja, aber ein tolles Tool. Auch das habe ich heute in Anwendung gehabt. Jetzt nicht dieses hier, ne? Aber halt so in der Art. Ein Powderpuff verwende ich mittlerweile bei jedem Look. Ich gebe mir einfach ein bisschen loses Puder in meinen Deckel, arbeite das quasi in diese Schwämmchen ein und gebe mir das dann um meine Augen drumherum. Auch so an der Nase entlang. Hier diese Marionettenfalte und habe das dann entsprechend. Das
quasi die Foundation oder was auch immer nicht im Laufe des Tages halt in meine Fältchen reinkriecht. Und das hilft ganz gut, ne? Das verwende ich auch ganz gerne, wenn ich so ein bisschen Fallout habe. Damit kannst du schön Glitzer-Fallout wegmachen. Mag ich. Der 21. Dezember hört sich verheißungsvoll an. Hier haben wir doch bestimmt ein Lippenprodukt drin. Und das ist auch, nee, doch nicht irgendwie, ein Lip Oil, ne? Das ist eher so ein Lippenpflegeprodukt, aber ich mag auch gerne Lippenöle. 5 ml haben wir hier drin enthalten. Und auch wenn das Lippenöl jetzt hier so ein bisschen leichten Tint hat, das siehst du meistens nicht auf den Lippen, ne? Also das ist in der Farbe Raspberry, also Himbeere. Und vielleicht riecht das oder schmeckt das so ein bisschen nach Himbeere. Ich muss aber sagen, auch wenn mir irgendwie ein klassischer Lippenstift so fehlt, ne, kriegen wir wahrscheinlich gleich am 23. oder so, dass ich es nice finde, dass die halt so unterschiedliche Formen von Lippenprodukten hier auch mit reingepackt haben. Und nicht irgendwie, ich habe jetzt eine Textur und da packe ich da, keine Ahnung, 6 Stück von denen in den Adventskalender. Die Nummer 22 ist die zweite und letzte Schnapszahl. Und hier haben wir ihn, den Lippenstift. Ja, in der Farbe Mauve Berry. 3 ml sind hier drin enthalten. Das ist hier auch noch vollkommen verschweißt. Also alle Produkte, die hier drin sind, sind richtig krass verschlossen. Das Packaging fühlt sich gut an, auch wenn es sehr, sehr leicht sich anfühlt. Och nö, das hatten wir wirklich öfter schon, ne? In diesem Jahr. Keine Ahnung. Der Lippi hat sich hier schon mal nach oben verabschiedet. Ich drücke den mal nochmal vorsichtig hier rein. Oh Mann. Drin bleiben bitte. Das liegt halt einfach daran sehr wahrscheinlich, dass der Herbst, den wir haben, doch relativ warm ist, ne? Und dann schmelzen die Produkte vielleicht. Was ein schöner Nude-Ton. Das ist doch alles andere als Mauve Berry. Entschuldigung, das ist weder Mauve noch Berry. Das ist Nude. Der 23. Dezember ist jetzt der Tag vor Heiligabend. Und da haben wir nochmal einen Liner drin. Snowflake in der Farbe Matt, das ist ein Eye-Pencil und es ist wirklich ein weißer Eye-Pencil. Den kannst du dir als Kajal auftragen, also auf die Wasserlinie. Du kannst den als Eyeliner verwenden. Du kannst den wirklich, um dir so eine kleine Schneeflocke zu malen, auch sicherlich gut verwenden. Ne? Das ist süß. Das andere ist, oft auf diese Idee einfach noch nicht gekommen sind, oder? Und dann noch dem Produkt die Farbbezeichnung Snowflake zu geben. Traumhaft. Ja, ich habe leichte Erwartungen und Hoffnungen. Ich wünsche mir, dass wir jetzt am 24. Dezember an Heiligabend auch eine Lidschattenpalette drin haben. Ja, das wäre, ne, wär wirklich nice. Es ist auf jeden Fall die Eye & Glow Essentials Palette mit 9 Gramm. Das ist einmal diese hier. Und da scheinen wir dann den fehlenden Highlighter zu finden und auch ein paar Lidschattenfarben. Eine ganz schlichte Verpackung, ne? Die fühlt sich aber auch standardmäßig an. Aber nicht schlecht. Oh, sehr, 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 sehr schön. Auch wenn es relativ neutral ist, ne? Wenn ich hier so von der Seite drauf gucke, sehe ich, dass wir hier so ein paar Sparkles in diesem hellen Ton mit dabei haben. Das wird dann wahrscheinlich auch so ein seidiger Ton sein, während wir bei dem Highlighter wirklich einen Highlighter haben, der vielleicht einen ganz kleinen Müh zu dunkel sein könnte, aber vielleicht halt auch richtig gut passt, muss man gucken. Natürlich kann man den Highlighter auch als Lidschatten mitverwenden, dass du halt einen hellen Schimmerton mit dabei hast. Und ansonsten hast du halt zwei matte Töne, zwei schimmernde Töne, mit denen man sicherlich einen sehr, sehr schönen Look schminken könnte. Also eine schöne Palette und eine richtig gelungene 24. Meine Damen und Herren, was ist das bitte schön für ein richtig schöner, abwechslungsreicher Make-up-Adventskalender? Wir haben hier eigentlich nur Produkte drin, die auch so gut wie jeder verwenden kann, sofern man halt die Textur mag oder sofern man mag, wie das Produkt dann auch vom Finish her ist, ne? Zum Beispiel dieser Glowy Bronzer oder so. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich ein Adventskalender für jeden und das finde ich sehr schön. Ich mag den. Ich finde, das ist mit der beste Make-up-Adventskalender. Ich weiß jetzt nicht, wie die Qualität ist, ne? Aber so von der Konstellation der Produkte ist das eigentlich sogar der beste Make-up-Adventskalender, den es dieses Jahr zu kaufen gibt. Ja, der ist ein bisschen teurer. Mit 89,50 Euro ist es jetzt keine Drogerie-Segment-Geschichte, ne? Das kann man dann halt so nicht vergleichen. Da würde ich dann halt immer noch eher bei dem von Manhattan sein. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das ein sehr, sehr schöner Adventskalender. Wie seht ihr das? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es das hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.